Hallo, lieber Krebs. Schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns gemeinsam deine berufliche Situation, aber auch finanziell anschauen im Monat November. Bitte bedenke, lieber Krebs, dass nicht jedes Mal alles mit dir in Resonanz gehen kann. Das ist ja nämlich im Kollektiven, das ist ja auch klar. Du kannst dir aber auch dein Aszendent, dein Mondsternzeichen anhören. Die haben nämlich auch eine Wichtigkeit in deinem Leben, ne? Valutiere und dann kannst du das Ganze umsetzen, ne? Ob es passt oder nicht passt. Okay, ich würde sagen, lass uns starten im Kollektiven für dich, lieber Krebs. Was wird auf dich zutreffen, beruflich, finanziell im November für meine liebe Krebsmenschen, ne? Mal schauen, was passiert. Im November, was wird auf dich zutreffen? Mal schauen, was die Keeperskarten uns preisgeben in dieser materiellen Ebene. Ne? Das ist ja auch wichtig. Oh, zu hohe Ehren kommen. Sehr, sehr schön. Mühe und Arbeit, du bist wirklich gut. Lieber Krebs, du investierst hier wirklich sehr viel in dem, was du gerade machst, ne? Du bist ein Mensch, der wirklich sich Mühe gibt in dem, was er gerade macht, ne? Sagen wir jetzt auch hier beruflich, ne? Du hast hier wirklich alles investiert. Du bist auch ein guter Arbeiter, ne? Und das weißt du auch. Du wirst hier auf jeden Fall auch anerkannt, ne? Du wirst hier sozusagen gesehen, ne? Zwischen der Masse. Das ist ja klar, diejenigen, die auch, wie sagt man das, das preisgeben, ne? Sich anstrengen, das sieht man schon, ne? Man sieht es das schon, dass du hier wirklich alles tust. Was ich hier aber auch sehe, ist, dass du eventuell irgendeine Reise betätigen wirst, ne? Du wirst hier reisen. Entweder hat es hier wirklich mit deiner beruflichen Situation, eine Geschäftsreise, oder du reist hier irgendwo hin, ne? Das könnte ja auch gut sein. Also, wer weiß, vielleicht fährst du für ein paar Tage weg. Du hast dir Urlaub genommen für ein paar Tage. Du brauchst einfach eine Auszeit, weil du hier wirklich sehr, sehr fleißig bist, ne? Du hast dir wirklich Gas gegeben, damit man auch dich wirklich erkennt, ne? Du bist, wie gesagt, ein, sagen wir mal, du bist ein Beispiel für die Menschen, die wirklich arbeiten. Du bist ein positiver Mensch, ne? Der wirklich alles tut, ne? Um das zu erreichen im Leben. Und wie gesagt, entweder fährst du irgendwo Privates hin, ne? Du betätigst hier eine Reise, oder das ist tatsächlich eine geschäftliche Reise, ne? Die eigentlich quasi auch etwas sein kann, wo du gerade tätig bist, auch etwas, sagen wir mal, du könntest hier auch einen Seminar besuchen, ne? Dass man hier vielleicht dir auch diese Anerkennung gibt und sagt, guck mal, du könntest hier eine Schulung machen, ne? Das könnte ich mir auch vorstellen, ne? Lieber Krebs. Aber da jetzt wir hier diesen Wohnzimmer haben, wie gesagt, das könnte hier auch eine Reise sein, in denen du sagst, ich möchte mir ein bisschen Zeit nehmen, ich möchte mal ein bisschen runterkommen. Ich habe schon genug gemacht, ne? Ich habe wirklich meine ganze Kräfte investiert. Okay, machen wir weiter mit den Tarotkarten. Was? Der Gehängte. Okay, der Gehängte. Du musst hier die Situation besser sehen. Aha. Oder du hast hier irgendetwas beendet. Du hast hier irgendetwas beendet. Vielleicht bist du nicht mehr da tätig, hä? Lieber, wie sagt man das? Lieber Krebs. Mal schauen. Ja, es könnte gut sein, eventuell lieber Krebs, dass du gerade auf Suche bist, dass du vielleicht wirklich gekündigt worden bist oder du hast selbst gekündigt, weil einfach diese Situation dir nichts mehr gegeben hat. Du möchtest was anderes finden, was dich wirklich glücklich macht, ne? Das könnte aber auch gut sein, dass wir jetzt gerade
von einer ganz anderen Situation rede. Ne? Das könnte auch ein bisschen private Angelegenheit sein, dass du jetzt auch sagst, guck mal, privat läuft es gerade nicht so schön. Ne? Ich habe Schwierigkeiten gehabt. Ich brauche halt einfach länger, um diese Situation wieder in den Griff zu haben. Ne? Wie gesagt, das könnten hier auch mit Menschen verbunden sein, die von der Vergangenheit kommen. Ne? Das könnte hier aber auch irgendeine Rechtslage sein, die du offen hast, ne? Und die irgendwie eine Wirkung auf dich hat, ne? Finanziell, aber auch beruflich. Ne? Deswegen musst du hier auch vielleicht reisen, musst du vielleicht hier jemanden besuchen gehen. Ne? Das könnte ja auch gut sein. Ja, also auf jeden Fall findet hier eine Reise statt. Das wird hier wieder bestätigt mit 8 der Stäbe. Hier findet auch eine Kommunikation. Ich weiß nicht, hast du hier irgendeine Rechtslage offen, indem du hier irgendeine Reise betätigen musst? Ne? Das hat auch vielleicht mit deiner Vergangenheit zu tun, familiär. Ne? Das könnte aber auch gut sein, dass du jetzt sagst, guck mal, ich habe da gekündigt. Ich war da unzufrieden. Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber irgendwie hat das mir nicht gereicht. Das war nicht meins. Ne? Und du könntest hier eventuell auch umziehen oder vielleicht mal woanders das probieren. Ne? Du möchtest hier auf jeden Fall beruflich dich auch verwirklichen. Ne? Das ist ja klar, lieber Krebs. Du möchtest hier vielleicht, wie sagt man das, arbeiten. Ja, das ist ja klar. Aber nicht nur arbeiten, ne, dass du jetzt morgen aufstehst und sagst, okay, ich gehe jetzt arbeiten, ne, ich verdiene Geld und das war's. Ne, du möchtest hier etwas machen, was dir auch Spaß macht, was wirklich für dich gedacht ist, ne, etwas Schönes, ne, ergeben kann. Also auf jeden Fall sehe ich hier aber auch eine private Angelegenheit, ne, wie ich erwähnt habe. Das könnte hier aber auch sein, dass du hier wirklich jemanden besuchen gehen könntest. Stell dir mal vor, du hast dir ein paar Tage genommen. Du hast dir ein paar Tage genommen, um einfach eine andere Sichtweise zu haben. Und du gehst hier die Familie besuchen. Das wird mir hier auch gesagt. Du gehst hier irgendjemand besuchen, ne? Wie gesagt, das könnte gut sein, du bist in Deutschland, du arbeitest in Deutschland, aber deine Familie ist ganz woanders, ne? Im Ausland. Und du gehst hier diese Personen besuchen, ne? Du könntest hier auch Kinder haben, ne? Vielleicht bist du auch getrennt oder du bist hier geschieden und du gehst hier sozusagen deine Kinder besuchen, wie ich ja vorhin erwähnt habe. Also hier haben wir wirklich sehr viele Varianten, lieber Krebs, weil ich sehe hier auch eine Person, die hier eventuell auch diesen Job wechseln möchte. Der oder diejenige ist nicht mehr zufrieden. Du bist nicht mehr zufrieden mit dem, was du ausgeübt hast. Ne? Das ist für dich zu stressig. Du hast wirklich ganz viel von dir preisgegeben. Das wurde dir auch erkannt. Das ist jetzt nicht so, dass du nicht erkannt wirst, dass du hier nicht diese Anerkennung hast. Aber das ist so, als ob das nicht alles wäre. Ne? Du kannst ja nicht früh morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, schuften, schuften. Klar, du verdienst vielleicht einen Haufen Geld, aber das macht dich nicht glücklich. Ne? Sowas in der Art. Wir haben hier ganz viele Varianten. Bitte setze sie um. Mit dieser 8 der Stäbe ist diese Bestätigung auch wieder da. Das ist hier so eine Art Reise da. Du bewegst dich hier fort. Ne? Entweder kehrst du hier wieder nach Hause auch, ne? Zu deinen Kindern, falls du getrennt bist. Oder das könnte hier auch eine Rechtslage sein, die mit irgendeiner Vergangenheit zu tun haben könnte. Wer weiß, ne? Lieber Krebs, das hat ja alles eine Wirkung, beruflich und finanziell. Ne? Okay, du setzt das jetzt bitte um. Das waren deine Karten, sozusagen deine Legung für November. Du kannst gerne kommentieren, schreiben, ne? Das ist ja auch klar, ob irgendetwas mit dir in Resonanz gegangen ist. Bitte erzwinge dich nicht, lieber Krebs, das ist ja auch klar, ne? Das sage ich immer wieder, die Karten haben keine Macht auf dich, sondern du hast die Macht in deiner Hand, ne? Okay, lieber Krebs, ich freue mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar. Pass auf dich auf, wir sehen uns bald. Mach's gut. Tschüss!